Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Zu unserem letzten Wochenende möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier bei Magna Conflictio. Herzlich willkommen auch liebe Zuschauer auf www.magnaconflictio.de. Es ist eine lange Reise gewesen, die wir gemeinsam gemacht haben durch die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte und auch durch die Bibel hindurch. Und wir sind sozusagen auf der Schlussgeraden und haben heute Abend noch und morgen Vormittag ein zweites Bonusthema und dann morgen Abend nochmal ein Doppelvortrag. 4 Themen noch und jetzt geht es buchstäblich ans Eingemachte. Und wir werden heute ein Thema haben mit dem Titel 666, das Zeichen und der Antichrist. In diesen letzten 4 Themen wollen wir, nachdem wir lange zurückgeschaut haben in die Vergangenheit und viele Lektionen gelernt haben aus der biblischen Vergangenheit, vor allem aus der Kirchengeschichte, wollen wir nicht nur die Gegenwart betrachten, sondern vor allem den Sprung wagen in die Zukunft. Was kommt auf uns zu? Und wie endet dieser ganze Konflikt? Und da werden wir ganz, ganz interessante Dinge gemeinsam studieren. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch einen Buchhinweis geben. Denn es gibt tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, ein Buch zur Serie. Zu unserer Vortragsreihe gibt es ein Buch. Jetzt werden Sie sagen, ja, das gibt's, habe ich noch nie was von gehört. Es handelt sich dabei um ein Buch, das heißt, hat nicht den Titel Magna Conflictio, sondern Vom Schatten zum Licht. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Eine Neubesetzung eines Klassikers mit dem Titel The Great Controversy, der große Kampf, von dem wir auch unseren Titel Magna Conflictio bekommen haben. Wenn Sie dieses Buch noch nicht besitzen, habe ich eine gute Nachricht. Sie werden es morgen kostenlos bekommen. Was sagen Sie jetzt? Und wenn Sie zuschauen und sagen, meine Güte, das möchte ich auch haben. Das ist ein Buch, das ich Ihnen wirklich wärmstens empfehlen kann. Es ist noch viel mehr Informationen drin enthalten, als wir hier in der Vortragsreihe machen konnten. Auch im Anhang viele geschichtliche Informationen, geht noch tiefer in die Materie hinein. Und perfekt zu dem, auch was wir studiert haben. Dann kommen Sie doch morgen und lassen Sie dieses Geschenk nicht entgehen. Das wird es nur morgen umsonst geben. Ansonsten müssen Sie natürlich dafür auch was bezahlen. Und deswegen hier dieser Hinweis. Geschrieben wurde das Buch übrigens von einer sehr bemerkenswerten Frau mit Namen Ellen Gould White. Wenn Sie mehr über diese Frau wissen wollen, habe ich auch einen Hinweis für Sie. Und zwar auf unserer Internetseite www.johlenmediatv.de gibt es einen Vortrag in der Vortragsreihe Ausweg 21 mit dem Titel Die Weissagung. Wenn Sie noch niemals, was habe ich gesagt? Oh, Verzeihung, Ausweg 2012, ja, was habe ich gesagt? Ausweg 21? Ja, ich verwechsel das immer. Also, korrigiert, in der Serie Ausweg 2012 gibt es einen Vortrag, das ist Vortrag 24, mit dem Titel Die Weissagung. Wenn Sie niemals von dem Namen E.G. White was gehört haben, dann sollten Sie diesen Vortrag auf jeden Fall mal anschauen. Sehr informativ und sehr, sehr spannend. Jetzt genug der Vorrede und wir kommen zu unserem Quiz. Wir haben uns letzten Dienstag uns unterhalten über das Thema vom Tod. Und die erste Frage war, wovon wurden Adam und Eva nach ihrer Sünde getrennt? Wer kann mir das nochmal sagen? Sie wurden vom Garten Eden getrennt? Ja, das stimmt, aber es gab einen Grund. Wovon sollten sie genau getrennt werden? Vom Baum des Lebens und damit vom ewigen Leben. Ja, als Sünder sollten sie nicht ewig leben. Deswegen haben wir festgestellt, es gibt keinen sündigen oder keinen ewig lebenden Sünder. Sie wurden vom Baum des Lebens und damit vom ewigen Leben getrennt. Wie nennt die Bibel den ersten Tod? Den Tod, den alle sterben müssen, egal ob sie gläubig sind oder ungläubig sind. Sie nennt ihn einen Schlaf, ganz genau. Und alle werden aus diesem Schlaf auferweckt werden. Es gibt die Auferstehung der Gerechten, es gibt die Auferstehung der Ungerechten. Und wir werden dazu auch morgen noch einiges zu sagen haben. Wann können Gläubige Jesus persönlich sehen? Sehen sie ihn, wenn sie sterben sofort? Nein, sondern sie sehen ihn, wenn er wiederkommt, nach der Wiederkunft. Dann können Sie ihn persönlich sehen. Jesus hatte gesagt, ich komme wieder und hole euch, damit ihr seid, wo ich auch bin. Und dann haben wir uns auch über den Spiritismus unterhalten, der ja darauf basiert, auf dieser Irrlehre der unsterblichen Seele, die aus dem antiken Heidentum gekommen ist. In welchem Jahr entstand der moderne Spiritismus, der sich dann ausgebreitet hat in der ganzen Welt? 1848, genau, ganz interessant, nur wenige Jahre nach 1844. Und das waren durch diese Fox-Schwestern. Und dann haben wir die letzte Frage gab, wer war Herausgeber der Zeitschrift Lucifer Gnosis? Das war, hatte mit Blavatsky zu tun, das war Rudolf Steiner, auch bekannt als der Begründer und führende Kopf der Anthroposophie. Und wir haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass nicht alles satanisch ist, was satanisch aussieht, sondern oftmals das auch in sehr feinen und veredelten
und verdeckten Form auftritt. Für heute haben wir natürlich auch wieder 5 Fragen. Und Spielregeln sind uns ja so gut bekannt, dass ich sie nicht mal erwähnen muss. Du werdest sie auch nicht erwähnen. Also, wer ist nach alter protestantischer Auslegung der Antichrist? 2. Frage. Was heißt Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Latein? Ich weiß nicht, ob Sie Latein in der Schule gehabt haben. Ich nicht, aber vielleicht wissen Sie das auch trotzdem. Wann erhielt der Vatikan wieder Eigenstaatlichkeit? Muss sie offensichtlich mal verloren haben. Wir haben es auch schon studiert, wann. Und wann hat er die wieder bekommen? 4. Frage. Welcher Kirchenvater beriet Konstantin, das ist natürlich der Konstantin aus dem 4. Jahrhundert, theologisch in der Sonntagsfrage? Wir werden heute lernen, dass der Konstantin da nicht ganz von alleine drauf gekommen ist und das nicht alleine durchgesetzt hat. Da gab es einen besonderen Kirchenvater. Und weiß das jemand? Schön, dass Sie heute da sind. Und letzte Frage. Was überzeugte englische Christen im Jahre 1201, endlich den Sonntag anzunehmen, die bis dahin immer noch am Samstag festgehalten haben? Da gab es einen Grund, warum sie gesagt haben, okay, jetzt erkennen wir den Sonntag an. Und das werden wir heute auch studieren. Und das Thema, was wir heute studieren, möchte ich Ihnen gleich von Anfang an sagen, ist ein ernstes Thema. Ist keins, was man einfach so aus dem Ärmel schüttelt und das wirklich uns herausfordern wird. Und ich glaube, es ist gut, dass wir auch an diesem Abend beginnen mit einem Gebet und den Heiligen Geist einladen, dass er unsere Worte führt und auch unsere Gedanken. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir jetzt zu dir kommen können. Wir möchten dir danken, dass dein Wort uns nicht nur die Vergangenheit erklärt, sondern auch den Weg in die Zukunft weist. Wir möchten dich bitten, dass du zu diesem Punkt jetzt uns besonders führst, dass du uns Weisheit schenkst, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Reinige du uns von allem, was uns von dir trennen könnte, dass wir deine Wahrheit so verstehen, wie du sie gemeint hast. Wir bitten dich, dass du uns Liebe zur Wahrheit schenkst und auch Liebe zu unseren Mitmenschen, sodass wir die Wahrheit in Liebe verkünden können. So möchten wir dich bitten, dass du jetzt bei uns bist und deine Verheißung wahr machst, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Es gab etwas, das alle Reformatoren, egal ob Wycliffe oder Zwingli, Huss oder Luther, Tyndall oder auch die späteren Englischen wie Wesley oder dann auch wie in Amerika William Miller, alle gemeinsam einstimmig bekundeten, obwohl sie sonst in vielen Fragen der Theologie sehr unterschiedlicher Meinung waren. Luther und Zwingli konnten sich nie einigen über das Abendmahl und Luther hatte auch eine andere Ansicht über Heiligkeit als Wesley vielleicht. Und in vielen theologischen Punkten waren die Reformatoren doch relativ gespalten. Sie haben zu unterschiedlichen Zeiten gelebt, haben unterschiedliche Wahrheiten entdeckt. Die einen waren für die Erwachsenentaufe, die anderen waren dagegen und so weiter und so fort. Es gab 2 Dinge. Das eine war auf jeden Fall Sola Scriptura. Alle Reformatoren zu allen Zeitaltern haben sich alle auf die Bibel berufen, auch wenn sie nicht alles verstanden haben. Aber das war ihr Maßstab. Aber es gab eine zweite Lehre, an der alle ohne Ausnahme festgehalten haben und alle gleich stark betont hatten. Und das war die Lehre vom Antichristen. Ob sie Wycliffe gefragt hätten oder Huss gefragt hätten, Hieronymus, Zwingli, Tyndale, Luther, Miller, wen auch immer, alle hätten ohne Ausnahme mit den gleichen Bibelversen gesagt, der Antichrist sitzt in Rom, das Papsttum. Nun, heutzutage scheint sich das etwas geändert zu haben. Wenn man heute über Rom spricht, über das Papsttum spricht, dann hat man nicht mehr den Eindruck, dass dort der Antichrist sitzt. Das scheint wie ein Relikt zu sein aus der alten Kirchenspaltungszeit, als man halt noch böse aufeinander war. Heute ist der Papst ein Medienstar. Es ist jemand, der weltpolitisch anerkannt ist und in unserem heutigen Zeitalter von Toleranz und von Freiheit scheint es nicht besonders angebracht zu sein, auf einen Menschen zu zeigen und auf eine Institution und sagen, da ist das Böse. Und besonders haben wir uns vielleicht auch gefreut, oder viele haben sich gefreut, dass auch wir als Deutsche nach vielen hunderten Jahren mal wieder hier einen Papst gehabt haben. Und obwohl es manchmal auch Kritik an bestimmten Lehren gibt oder bestimmte Kritik an Verhaltensweisen, ist doch eigentlich in der gesamten christlichen Welt fast die Idee nicht mehr präsent, dass ausgerechnet das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in irgendeiner Weise besonders gefährlich wäre.
Man geht eher davon aus, dass viele dieser Reformatoren vielleicht persönlich böse waren auf die Kirche in Rom, dann vielleicht ein bisschen überreagiert haben, überspannt waren vielleicht, ein bisschen zu sehr sich abgrenzen wollten, dass man sich wahrscheinlich missverstanden hat und dass man, wenn man einfach mal wieder miteinander Dialog führt, sich genau zuhört, man vielleicht entdeckt, dass die Gemeinsamkeiten gar nicht so groß, die Unterschiede gar nicht so groß sind und dass man vielleicht doch viel mehr Gemeinsamkeiten hat, als man denkt, und man möchte so viel wie möglich zusammengehen. Es ist wahr, die Kirchen sind noch nicht alle geeint. Aber was auch wahr ist, dass alle Kirchen, egal ob die katholische Kirche, die protestantischen Kirchen, die orthodoxen Kirchen, alle mehr oder weniger das Ziel haben, doch zusammenzukommen. Ja? Während die Reformatoren ganz deutlich in eine andere Richtung gehen, gehen jetzt die Kirchen alle aufeinander zu. Sie haben zwar noch Unterschiede, es gibt noch Differenzen, aber es geht aufeinander zu. Die Richtung hat sich vollkommen geändert. Heute Abend möchten wir über die römische Kirche sprechen. Ich möchte dazu sagen, dass ich heute über die römische Kirche sprechen möchte, nicht über die katholische. Jetzt sagen wir, Moment, das ist doch das Gleiche. Ich möchte sie schocken. Ich halte mich für einen katholischen Christen. Ich hoffe, Sie sind auch ein katholischer Christ. Denn das Wort katholisch bedeutet nichts weiter als allumfassend. Das Wort katholisch wurde für Christen verwendet im ersten Jahrhundert, lange bevor irgendwie Rom oder irgendeine andere Stadt die Vorschrift hatte, um einfach die allgemeine, gültige, von Jesus Christus weltweit ins Leben gerufene Kirche zu benennen. Die katholische Kirche. So haben die ersten Christen im ersten, zweiten Jahrhundert sich genannt. Wir haben die katholische Kirche, die Katholik. Als dann, wie wir studiert haben, ziemlich am Anfang unserer Serie, es im Laufe der frühen Kirchengeschichte, des Spätmittelalters, der Spätantike, zu einer Kirchenspaltung kam und der Gemeindeleiter in Rom, der römischen Gemeinde, Vorherrschaft für sich in Anspruch genommen hat, da hat diese Abspaltung Roms für sich den Namen katholisch beansprucht. Deswegen spricht man heute von der römisch-katholischen Kirche. Das ist eigentlich so nicht wirklich richtig. Das Problem ist nur da, wo die Mehrheit ist. Was will man dagegen sagen? Nicht wahr? Wenn die Mehrheit der Christen sagt, wir sind die Katholiken, nicht wahr? Wir sind die katholische Kirche. Und die anderen, das sind die Waldenser und die Albigenser und das sind die Passagini und das sind die Insabati und die haben wir, da haben wir das Label und das. Ich spreche heute nicht über die katholische Kirche, ich spreche über die römische Kirche. Über jene gewaltige Abspaltung aus dem Frühmittelalter, die bis heute eine gewaltige Denomination darstellt. Und das einfach nur als Klärung. Die Zeit scheint also vorbei zu sein, dass protestantische Eltern ihren Kindern beigebracht haben, Rom zu fürchten. Vielleicht wundern Sie sich das, ob das jemals überhaupt gewesen ist. Ja, stimmt, über Jahrhunderte haben Protestanten ihren Kindern eingeschärft, hütet euch vor Rom. Heute sagt man, das ist Quatsch, das waren mittelalterliche Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Die Leute waren halt nicht klüger, das war halt alles, moralisches Morast und es gab noch keine Aufklärung und das war der Grund, warum es im Mittelalter so viele Scheiterhaufen gab. Das kann man heute nicht mehr wirklich übertragen auf die moderne Kirche. Die ist doch auch im 20. Jahrhundert angekommen. Viele Dinge haben sich geändert. Man kann doch nicht immer dem römischen Papst das vorwerfen, was vor 1000 Jahren passiert ist. Prinzipiell ein guter Gedanke. Ich glaube nicht, dass wir als Christen oder überhaupt als Menschen nachtragend sein sollten oder Institutionen nach dem messen sollten, was sie vor 1000 Jahren gemacht haben. Es gibt allerdings ein Problem. Das Problem ist folgendes. Das erste Vatikanische Konzil, das habe ich Ihnen vor 4 Wochen schon vorgelesen, hat Folgendes bestätigt. Zur Ehre Gottes, unseres Heilandes, zur Erhöhung der katholischen Religion, zum Heil der christlichen Völker lehren und erklären wir endgültig als von Gott geoffenbarten Glaubenssatz in treuem Anschluss an die vom Anfang des christlichen Glaubens her erhaltene Überlieferung unter Zustimmung des Heiligen Konzils, wenn der römische Papst in höchster Lehrgewalt, das heißt ex cathedra, spricht, das heißt, wenn er seines Amtes als Hirt und Lehrer aller Christen waltend in höchster apostolischer Amtsgewalt endgültig entscheidet, eine Lehre über Glauben oder Sitten sei von der ganzen Kirche festzuhalten, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistandes, dem im heiligen Petrus verheißen ist, was? Jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausgerüstet haben wollte. Im 19. Jahrhundert, nicht im 9., im 19. Jahrhundert beschließt die Kirche endgültig als Dogma, unsere Päpste waren und sind unfehlbar. Wenn jemand unfehlbar ist, was bedeutet das? Er macht keine Fehler. Und wenn das für die ganze Kirche gilt, dann bedeutet das, dass all das, was dort entschieden worden ist, niemals
ein Fehler war. Diese endgültige Entscheidung des römischen Papstes sind daher aus sich und nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Wenn sich jemand, was Gott verhüte, herausnehmen sollte, diese unsere endgültigen Entscheidung zu widersprechen, so sei er ausgeschlossen. Jetzt, ich habe das damals auch schon vorgelesen, das war keine neue Erfindung. Kardinal Gibbon, einer der berühmtesten katholischen Schriftsteller, sagt, das Konzil hat kein neues Bekenntnis geschaffen, sondern vielmehr ein altes bestätigt. Das heißt, diese Vorstellung von der unfehlbaren Kirche mit einem unfehlbaren Papst oben drüber, diese Vorstellung ist schon so alt wie das Papsttum selbst. Das wurde schon immer geglaubt. Es wurde noch nur bis dazu nie in ein festgelegtes Dogma schriftlich festgelegt. Das heißt, durch das gesamte Mittelalter mit all ihren Absurditäten, die dort geschehen sind, galt dieses Prinzip, dass die Kirche unfehlbar ist und ist in moderner Zeit bestätigt worden. Es formuliert eine Wahrheit als Glaubensartikel, die in jedem Zeitalter von der katholischen Welt akzeptiert worden ist, weil sie implizit in der erlegten Offenbarung enthalten ist. Was wir also verstehen müssen, ist, dass wir es nicht nur mit einer Macht oder einer Kirche zu tun haben, die in der Vergangenheit gefehlt hat. Ich glaube, jeder Mensch kann in seiner Vergangenheit Fehler gemacht haben. Jede Institution, jede Nation kann Fehler gemacht haben. Und gerade wir als Deutsche hätten ja nun wirklich kein Interesse daran, dass man uns immer wieder für das beschuldigt, was vielleicht Generationen vor uns gemacht haben. Es sei denn, wir würden beschließen, dass deutsche Regierungen immer unfehlbar gewesen waren. Und dass deutsche Regierungen noch niemals einen Fehler gemacht haben. Und dass, wenn ein deutscher Präsident, Kanzler oder Regierungsoberhaupt spricht und entscheidet, dass das immer richtig war. Wie würden Sie dann denken über so eine Entscheidung? Das würde das Ganze ein anderes Licht rücken, oder? Aber genau dieses Prinzip macht aus einer Kirche mit einer schwarzen Vergangenheit eine Kirche mit einem schwarzen Prinzip. Denn das, was damals geschah, war richtig in den Augen der Kirche. Und die Kirche sagt, die Päpste haben recht gehabt in dem, was sie tun. Es tut uns zwar leid, dass es geschehen ist, aber eigentlich hatten sie recht. Könnte es sein, dass diese Dinge sich nur gerade deswegen nicht ereignen, weil die Macht der Kirche zu sehr eingeschränkt ist? Josiah Strong, ein amerikanischer Autor, sagt Folgendes: Es gibt viele, die geneigt sind, irgendwelche Furcht vor dem römischen Katholizismus in den Vereinigten Staaten als engherzig oder kindisch hinzustellen. Was für ein Schwachsinn, dass die katholische Kirche irgendwie, also die römische Kirche, würde ich sagen, irgendwie gefährlich sein sollte. Aber sie sehen eben in dem Charakter und der Stellung der römisch-katholischen Erscheinungswelt nichts, was unseren freien Einrichtungen gegenüber feindlich ist. Also wenn man das von außen betrachtet, sieht es auch erstmal nicht so aus, nicht wahr? Das sind Kardinäle, das sind Bischöfe, haben ein bisschen Weihrauch in der Hand, sieht nicht gefährlich aus. Aber Achtung. Oder finden nichts Unheilverkündendes in ihrem Wachstum. Wir wollen deshalb zuerst etliche der Grundregeln unserer Regierung mit denen der katholischen Kirche vergleichen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten sichert Gewissensfreiheit zu. Nichts ist teurer oder wesentlicher. Papst Pius IX. Sagt in seiner Enzyklika vom 15. August 854, noch nicht so lange her, die abgeschmackten und irrigen Lehren oder Faseleien zur Verteidigung der Gewissensfreiheit sind ein außerordentlich verderblicher Irrtum. Eine Pest, die vor allen anderen in einem Staat am meisten zu fürchten ist. Das ist das Prinzip. Das ist nur wenige Jahre, bevor man dann gesagt hat, die Entscheidungen eines Papstes sind immer unfehlbar, können nicht korrigiert werden. Derselbe Papst spricht in seiner Enzyklika vom 8. Dezember 1864, das ist jetzt nur 7 Jahre vorher, nicht wahr? Den Bannfluch aus über diejenigen, die die Freiheit des Gewissens und des Glaubens behaupten. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich glaube, es gibt Gewissensfreiheit, ich glaube, es gibt Glaubensfreiheit, ich glaube, der Mensch kann entscheiden, was er glaubt, dann ist er nach katholischer Lehre gemäß des unfehlbaren Papstes gebannt. Wie auch über alle, die darauf bestehen, dass die Kirche nicht Gewalt üben dürfe. Achtung. Der friedfertige Ton Roms in den Vereinigten Staaten, übrigens die Vereinigten Staaten damals, der schreibt das im 19. Jahrhundert, waren was für eine Konfession vor allem? Vor allem protestantisch. Ja? Der friedfertige Ton Roms in den Vereinigten Staaten schließt keineswegs eine Sinnesänderung in sich. Es ist duldsam, wo es ohne Hilfe ist. Und ich glaube, dieser Mann hat etwas beobachtet, was viele Menschen heutzutage nicht beobachten. Dass hinter der
netten und freundlichen und friedfertigen Fassade etwas anderes steckt. Es heißt hier, Bischof O'Connor sagte, die Religionsfreiheit, es wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu gefährden. Oder hier, der Erzbischof von St. Louis sagte bei einer Gelegenheit, Ketzerei und Unglaube sind Verbrechen. Und in christlichen Ländern, wie zum Beispiel in Italien oder Spanien, das sind römisch-katholische Länder, wo die ganze Bevölkerung katholisch ist und wo die katholische Religion einen wesentlichen Teil der Landesgesetze bildet, werden sie wie andere Verbrechen bestraft. Was heißt das? Wenn wir in diesem Land, in den Vereinigten Staaten, auch dieselben Verhältnisse haben, werden wir Häresie bestrafen. Das ist das Prinzip. Und wenn wir die Möglichkeit haben, in Deutschland Häresie zu bestrafen, dann werden wir es tun. Das ist das Prinzip Roms. Jeder Kardinal, Erzbischof und Bischof in der katholischen Kirche legt dem Papst den Treueid ab, der unter anderem folgende Worte enthält. Ketzer, Schismatiker und Rebellen, das sind andere Worte für diejenigen, die eben nicht der katholischen Lehre folgen, wider unseren besagten Herrn, den Papst oder seine vorerwähnten Nachfolger, will ich nach Kräften verfolgen und mich ihnen auf Äußerste widersetzen. Das ist der Geist hinter Rom. Ich möchte eine Sache ganz deutlich machen. Ich glaube, dass in der römisch-katholischen Kirche sich Unmengen von ernsthaft gläubigen Menschen befinden, die Jesus nachfolgen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrem ganzen Gemüt und gläubiger sind wahrscheinlich als viele Protestanten. Kommt nicht selten vor, dass römisch-katholische Christen einen höheren Stellenwert der Bibel beimessen, prinzipiell, als Protestanten. Es war oft der Fall, dass römisch-katholische Christen die Bibel nicht so gut kennen, weil sie meistens nicht besonders viel gepredigt wird. Aber dieses Prinzip, dass die Bibel irgendwie Gottes Wort ist, ist tief verankert. Ich glaube, dass viele, viele Menschen, gerade ganz besonders in dieser Kirche, am Ende der Zeit, wenn Wahrheit gepredigt wird, sich für Wahrheit entscheiden werden und dem Ruf der drei Engel, über den wir schon gesprochen haben, diese letzte Reformation, sich anschließen werden. Aber die Protestanten erkennen nicht die Zeichen der Zeit. Und die Zeichen der Zeit sagen uns, das Papsttum ist auf dem Vormarsch. Und zwar auf allen Kanälen. Das Foto habe ich Ihnen schon gezeigt. Das hätte, wie gesagt, vor einigen Jahrzehnten in Amerika einen Aufschrei ausgelöst. Heute, schönes Bild, oder? Protestantische Herrscher knien vor einem Papst. Rom ist auf dem Vormarsch. Überall wächst ihre Macht. Päpste werden wie Superstars gefeiert. Manche Kirchen sind schon fast wieder bei Rom angelangt. Die anglikanische Kirche ist heutzutage, weiß nicht, ob Sie das verfolgen, eigentlich inhaltlich von Rom nicht mehr wirklich zu unterscheiden. Die anglikanische Kirche ist einen Schritt davor, wirklich sich Rom wieder ganz zu unterstellen. Und über die lutherische Kirche haben wir auch schon gesprochen, die nämlich am 31. Oktober 1999 gesagt haben, also das, was der Luther da gesagt hat, von wegen Rechtfertigungslehre, Unterschied, sehen wir nicht mehr so. Und ich glaube, dass sogar manch einer in der katholischen Kirche sich gewundert hat. Also, meint ihr das wirklich? Das macht eigentlich die ganze Reformation zunichte. Mehr oder weniger. Manche fragen sich aber, Moment mal, ist das wirklich vorstellbar, dass Rom noch einmal so zu einer gewaltigen Vormachtstellung kommen sollte? Der römische Gottesdienst ist doch wirklich jetzt nichts, was die Leute von heute vom Hocker raushaut, nicht wahr, oder? Das ist nicht ganz so. Jeder, der mal wirklich, wer von uns war mal in einem römisch-katholischen Gottesdienst? Und doch einige. Ich auch. Also nicht im Ganzen, aber ich war mal ein bisschen drin. Es ist etwas, was die Sinne betören kann. Da gibt es Prozessionen, Farben, Weihrauch, große Kirchen, tolle Akustik. Wenn dann Chöre singen, wenn dann die Musik spielt, oftmals gibt es dort viele wertvolle Skulpturen, Gemälde. Das heißt, ein Mensch, der auch auf Intelligenz, auf Gefühl, auf Würde Wert legt, auf Sinne, wird angesprochen. Wir sollten das nicht unterschätzen. Das Mysterium, das betont wird in der Eucharistie, spricht viele Menschen besonders an. Die Musik und viele andere Dinge. Der Glanz. Und das Gepränge, das, was damals Menschen inspiriert hat, im Mittelalter wird auch heute Menschen inspirieren. Und gerade dann, wenn ich nicht wirklich an einer Herzensänderung bekehrt bin, sondern einfach nur an etwas, was meinem Gefühl oder vielleicht meinen Sinnen gut tut, dann ist die katholische Religion etwas sehr, sehr Attraktives. Nun, das Kreuz Jesu braucht eigentlich all das nicht.
Das Kreuz Jesu braucht keine großen Orgeln und keine aufwendigen Gemälde, es braucht keine Skulpturen, es braucht keine Heiligen, es braucht keinen Weihrauch und keine langen Gewänder. Das Kreuz Jesu braucht eigentlich nur eine einzige Sache und das ist ein zerbrochenes Herz. Ein echtes, bekehrtes Herz. Da wohnt Gott. Aber die römische Kirche stellt es genau ins Gegenteil und sagt, da wo es besonders schön ist, da wo es besonders erhaben ist, da wo besonders viele Farben und Formen eine Rolle spielen, da wo es besonders heilig in der Form ist, da ist Gott. Das ist eigentlich etwas, was das sündige Herz nur verspottet. Menschen gehen dorthin mit einem sündigen Herzen, sehen den Pomp, sehen den Prunk, aber ihr Herz wird nicht geheilt. Statt zu Jesus geht man zu Menschen und bekennt seine Sünden. Weiß nicht, ob wir mal darüber nachgedacht haben, was das eigentlich bedeutet. Für einen Menschen all die Sünde getan hat, einem anderen Menschen zu sagen. Ich glaube, es gibt eigentlich in der ganzen Welt kaum etwas, was so erniedrigend ist, als einem sterblichen Menschen das zu sagen, was eigentlich nur Gott hören sollte. Und um auch eine Lanze zu brechen für die armen Priester dort drinnen. Was bewirkt es wohl in meinem Herzen, wenn ich jahrelang und jahrzehntelang all die tiefsten und abartigsten Sünden höre, die Menschen so begehen? Die Bibel hat ein Gesetz, das heißt, durch Anschauen werden wir verändert. Wenn ich den ganzen Tag Dinge höre, die Leute denken und hören und tun, wird das nicht auch mein Denken, meinen Charakter verändern? Ich glaube, dass hier in diesem Beichtstuhl eine der Wurzeln sind, die besonders viel Böses in dieser Welt hervorgebracht haben. Was besonders interessant ist, ist, dass wenn wir die Bibel studieren, es schon einmal eine Gruppe von Menschen gab, die besonders heilig und besonders prunkvoll gewesen sind und viel Wert darauf gelegt haben, dass alle Menschen sie gesehen haben. Und das waren die Pharisäer. Die Schriftgelehrten von der Zeit von Jesus haben eine ganz große Ähnlichkeit zu den Priestern und Prälaten der katholischen Kirche heute. In beiden Fällen wollte man gern gesehen werden, man hat große Gebete gesprochen, man hat sich dargestellt und in beiden Fällen übertritt man das Gesetz Gottes mit Füßen. In der römischen Kirche hat man große Verehrungen für das Kreuz. Es gibt manche Gegenden, in Bayern zum Beispiel, da egal wo man hingeht, man sieht überall Kreuze, nicht wahr? Aber christliche Religion besteht nicht darin, überall Kreuze hinzustellen. Die christliche Religion besteht darin, auf das Kreuz zu schauen und dadurch verändert zu werden. So wie die Juden damals das Gesetz geehrt haben und es auswendig wussten und immer präsentiert haben, wie viel sie vom Gesetz wussten, aber nicht gehalten haben, genauso wird heute in dieser Kirche das Kreuz emporgehoben, ohne die Wirkung des Kreuzes im Leben zu entfalten. Matthäus 23 sagt uns, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Satzungen und Formen und bestimmte Prozessionen und Riten werden aufgedrängt. Während diejenigen, die diese Satzungen bestimmen, meistens in Saus und Braus leben, nicht wahr? Soll nicht zu viel über ihn sagen, hat er schon genug Medienschelte bekommen. Aber er ist ja auch nur ein Symptom. Es ist nicht so, dass er das schwarze Schaf ist. Aus irgendeinem Grund hat es ihn jetzt gerade mal erwischt, den Arm. Aber über Jahrhunderte ist das ein immer wiederkehrendes Phänomen, dass Reichtum und Luxus sich eigentlich nicht wirklich mit der christlichen Religion vertragen sollten, aber offensichtlich immer vertragen haben in der Geschichte. Einer der Grundpfeiler dieser Religion ist die Anbetung von Heiligen und von Bildern. Das ist hier in Spanien, das ist in München. Etwas, was eigentlich nach der Bibel Götzendienst ist. Die Heiden haben nichts anderes gemacht. Wenn die Heiden einen tollen König gehabt haben, ein Kaiser oder ein Feldherr und er ist gestorben, hat man gesagt, er ist jetzt im Himmel, wir beten ihn an, stellen ihm eine Statue auf. In dieser Kirche sagt man, da gab es einen Heiligen, der war besonders heilig, also ist er jetzt im Himmel und deswegen stellen wir ihm eine Statue auf und wir beten ihn an. Es ist eigentlich genau dasselbe. Außerdem erhebt man nicht nur die Toten, man erhebt auch die Lebenden und behandelt Menschen, die eigentlich auch nur Sterbliche sind, auch nur Staub aus der Erde, als wären sie Halbgötter. Das Ganze geht letztendlich zurück auf ihn, über den wir schon gesprochen haben. Er hat im Himmel schon
behauptet, Gottes Regierung fördern zu wollen, während er gleichzeitig dagegen gekämpft hat. Die Juden zur Zeit von Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben vorgegeben, Gottes Gesetz zu erhöhen und haben vorgegeben, der Regierung Gottes Vorschub zu leisten, haben gleichzeitig gegen den Sohn Gottes gekämpft. Diese Kirche sagt, dass sie die Kirche Gottes ist. Sie nennt sich das Volk Gottes. Aber sie kämpft gegen Gottes Gebot und gegen Gottes Wort. Jesus hatte gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Der Satan weiß, wenn das nicht aufgehalten wird, dann könnte ja jeder Mensch zu Jesus kommen. Nun, es gibt einige, die wollen nicht, aber es gibt viele Menschen, die suchen. Ich weiß nicht, ob du, lieber Freund, liebe Freundin, auf der Suche bist. Und Jesus sagt, komm her zu mir, wenn du mühselig bist, wenn du beladen bist, wenn du in irgendeiner Form Hilfe brauchst, komm zu mir. Und der Satan will das verhindern. Und deswegen inspiriert er Menschen, die sagen, komm zu mir. Oder Menschen inspiriert er, die sagen, geh dahin, geh zu diesem Heiligen oder zu jener Gottesmutter oder dahin und bete dahin und geh hier zur Beichte und mach jenes. Die Menschen bekommen keinen Frieden im Herzen. Diesen Frieden im Herzen bekommen sie nur bei Jesus. Im Mittelalter hat man dieses Bild entwickelt von einem zornigen Gott, der Gericht halten wird. Und dieser zornige Gott ist nicht nur der Vater, sondern selbst Jesus ist so zornig, dass man Vermittler braucht, um auch bei Jesus Fürsprache zu bekommen. Und wer ist die Vermittlerin gewesen? Maria. Wir müssen zu Maria beten, damit dann Jesus, der zornige Jesus, uns hört. Und dieses Bild von einem zornigen Gott, von einem bösen, also einem strengen Gott, den man irgendwie ja, mit Geldgaben, mit guten Taten beschwichtigen muss, diese Idee ist auch keine Erfindung des Mittelalters, sondern diese Idee kommt eigentlich aus dem Heidentum. Auch die Heiden haben ja gewusst, dass es einen Gott geben muss. Oder später haben sie von mehreren Göttern gesprochen. Aber die Urform des Heidentums waren meistens auch mit einem Gott. Zum Beispiel in China und in anderen Regionen. Aber Satan hatte damals geschafft, den Heiden einzureden, die Götter sind irgendwie grausam. Irgendwie zornig. Man muss die Götter besänftigen. Ja? Hier haben wir zum Beispiel so einen Aztekengott oder Maya-Gott, bin mir ganz sicher. Ich war aus Mittelamerika. Und hier einen aus Mesopotamien. Und da gab es ja wirklich die schlimmsten Formen von Göttern, die sich gegenseitig umgebracht haben und die irgendwie ja, die Menschen aus Schlamm geschaffen haben, aber böse waren auf die Menschen. Und man musste sie irgendwie besänftigen. Und jetzt achten Sie auf folgendes Prinzip. Als die Heiden diese Idee in den Kopf bekamen durch Satan, dass das, was da oben im Himmel ist, Gott oder die Götter oder wer auch immer, diese übernatürliche Macht, dass die zornig ist und irgendwie böse ist und nicht so ganz liebevoll, da hat sich das ausgewirkt auf die Religion. Was war ihre Religion? Schlachte Menschen. Und dann sind die Götter besänftigt. Das ist so ein Bild aus dem Maya-Kult. Ja, hat man den Leuten das Herz rausgerissen. Da gab es ja viele Formen, die Kananiter und all die anderen Religionen des Altertums haben es gemacht, Menschenopfer. Man hat manchmal sogar den Königssohn genommen, weil er besonders wertvoll war. Man hat Jungfrauen geopfert und manchmal rann das Blut in Ström. Frage, bewirkt dasselbe Prinzip im Mittelalter auch dasselbe Resultat? Es gab doch keine Menschenopfer. Nicht ganz, aber... Die Inquisition war auch nicht wirklich viel besser, oder? Das ist der spanische Hase. Und das sind nur einige der Torturen. Und hat man nicht auch Menschen geopfert? Hat man nicht tatsächlich sogar gesagt, dass diese Scheiterhaufen notwendig wären, um einen beleidigten Gott wieder gnädig zu stimmen? So geschehen im 16. Jahrhundert in Frankreich, als die heilige Eucharistie gelästert wurde, man Scheiterhaufen aufgebaut hat und gesagt, wir müssen Gott wieder besänftigen. Menschenopfer. Nur christlich. Heißt jetzt nicht mehr Menschenopfer, heißt jetzt Heretiker. Ein falsches Bild von Gott führt zu denselben Konsequenzen, nicht nur bei den Azteken, sondern auch in der römischen Kirche. Hier noch einige andere Bilder. Die Leute gestreckt, das ist eine Daumenschraube. Also das war für die, die gegen das System waren, nicht wahr? Was gab es für die, die für das System waren? Die hatten das Vorrecht, sich selbst zu geißeln.
Also man konnte wählen, entweder du bist gegen das System, dann droht dir der Scheiterhaufen oder dann droht dir der Kerker, dann droht dir Folterung, oder bist für das System, um dann aber Erlösung zu bekommen, musstest du dich selbst geißeln. So eine tolle Wahl, oder? Aber das waren die Folgen eines Gottesbildes, das damit zu tun hat, dass man Gott irgendwie besänftigen muss, weil er zornig ist. Jetzt frage, wer kam wohl auf die Idee zu sagen, dass Gott zornig ist? Wer war der Erste wohl? Das war Satan. Man hat den Menschen eingeredet, wenn man wirklich heilig sein will und wirklich auf dem Weg in den Himmel möchte, direkt, nicht übers Fegefeuer hindurch, dann muss man sich in ein Kloster tun, muss dort heilig leben und auf keinen Fall irgendwelchen Leidenschaften nachgeben, auch wenn sie noch so natürlich sind. Und dadurch hat man erst wirklich die Sünde gefördert. Ich glaube, das ist bis heute eines der Probleme. Ich möchte, ist nicht heute unser Thema. Wissen Sie, dass die Bibel sagt, dass Zölibat eine Lehre von Dämonen ist? Sagt die Bibel sehr deutlich. Es sei denn, jemand macht das freiwillig. Aus bestimmten Gründen. Aber wenn jemand das gezwungenermaßen tut, eine Katastrophe. Das war der Geist Roms. Warum hasst Rom und warum hasst der Teufel so die Bibel? Aus einem Grund. Die Bibel offenbart einen Gott, der ganz anders ist. Einen Gott, der sanftmütig ist, der liebevoll ist, der keinen Zorn einfach ungefragt auf die Menschen herabwirft, sondern ein Gott, der den Menschen nahe kommt. Ein Gott, der den Menschen liebt und der ihn annimmt, ohne dass man sich selbst kasteien muss. Hat Jesus jemals den Kindern gesagt, geht ins Kloster, damit ihr in den Himmel kommt? Hat er jemals gesagt, du musst so und so viel bezahlen, damit auch meine Jünger hier was zu essen haben, damit du in den Himmel kommst? Nein. Und wenn wir diese beiden vergleichen, Christus und den sogenannten Stellvertreter Christi, dann gibt es eigentlich keinen größeren Unterschied. Weiß jemand, was Stellvertreter Christi auf Latein heißt? Vicarius Filii Dei. Aber es gibt noch ein anderes Wort. Wenn man es auf Griechisch übersetzt, heißt es wie? Antichrist. Denn Anti bedeutet nicht einfach nur, nicht nur dagegen, sondern manchmal auch der Stellvertreter. Es gibt in der biblischen Sprache den Typus und den Antitypus. Die sind nicht gegeneinander, sondern die stehen für dasselbe, nicht wahr? Stellvertreter. Interessanterweise sagt die Bibel, dass auch Jesus mal mit dieser Frage konfrontiert war, was sollen wir machen mit Menschen, die dich nicht anerkennen wollen? Hier zum Beispiel, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten die: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Was war passiert? Jesus war durch ein Dorf gegangen von Samaritern und die Samariter haben gesagt, wir interessieren uns nicht für Jesus, bleib, wo du bist. Und die Jünger haben gesagt, wie kann das sein? Du bist doch der Messias. Wenn sie den nicht anbeten wollen, dann soll Feuer auf sie herabfallen. Und was sagt Jesus? Was hätten wohl die Päpste gesagt? Im Mittelalter, wenn sie durch eine Stadt marschiert sind und Leute gesagt haben, wir anerkennen den Papst nicht. Über 1000 Jahre haben wir Geschichtsbücher, die uns sagen, da ist zwar nicht Feuer vom Himmel gefallen, aber das Feuer kam von der Erde aus dem Scheiterhaufen. Jesus sagte, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben. Warum tut der vorgebliche Stellvertreter genau das Gegenteil? Vicarius Filii Dei ist ein interessanter Name. Denn wenn man ihn aufschreibt, so Buchstabe für Buchstabe, dann dürfen Sie wissen, dass im Römischen, das haben Sie wahrscheinlich in der Schule gelernt, einzelne Buchstaben für einzelne Zahlen stehen. Machen wir ein Beispiel. Wofür steht das V? 5, genau. Oder das I steht für 1. Und C steht für 100. Einige sind nicht mehr so sicher. Und A steht für gar nichts, genau. Es gibt einige Buchstaben, die haben nichts. R steht auch nichts. I auch 1. Und U, das muss man auch wissen, U stand, ist das gleiche wie V. Ne? In der römischen Sprache sieht es genauso aus, das haben wir auch sofort. Und das, was noch interessant ist, L ist noch interessant, das ist nämlich 50 und D ist 500. Dankeschön. Jetzt rechnen wir mal das zusammen. 5 plus 1 sind 6 plus 100 sind 106 plus 1 sind 107 plus 5 sind 112 plus 100 plus 1 sind 113 plus 50 sind 163 plus 1 sind 164 plus 1 sind 165 plus 500 sind 665 plus 1 sind 666.
Sogar brauchen wir nicht mal, denn die Bibel ist sehr deutlich. Denn das ist, was wir gemacht haben, keine Trickserei, sondern die Bibel sagt, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn sie ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Übrigens, es gibt noch andere Namen in der Welt, die, wenn man sie nach bestimmten Systemen ausrechnet, 666 ergeben. Das ist nicht das eigentliche Erkennungsmerkmal für den Antichristen. Wir haben schon viele andere gesehen in unseren frühen Vorträgen. Aber es ist etwas, was dazukommt. Und Offenbarung 13 meint offensichtlich einen Menschen, der ja, all das tut, was auch das kleine Horn tut, was wir schon in Offenbarung 13 betrachtet haben. Rom ist auf dem Vormarsch. Ich möchte Ihnen ganz kurz hier was zeigen. Wissen Sie, als der deutsche Papst vor 2 Jahren, 2011, im Deutschen Bundestag gesprochen hat, weiß jemand noch, da gab es eine Debatte darum, ob er sprechen darf oder nicht. Warum? Weil im Deutschen Bundestag eigentlich keine religiösen Führer sprechen dürfen. Und weiß jemand noch, wie man das begründet hat, dass er sprechen darf? Er ist der Staatsoberhaupt vom Vatikan. Er ist nicht eingeladen als Oberhaupt der römischen Kirche. Er ist eingeladen von diesem kleinen Lüttenstaat Vatikan, nicht wahr? Und hat ja auch mal das Recht zu sprechen. Jetzt fragen wir uns mal, wie hat er das aufgefasst? Er sagt am Anfang seiner Rede, in dieser Stunde wende ich mich an Sie, verehrte Damen und Herren, gewiss auch als Landsmann, der sich lebenslang seiner Herkunft verbunden weiß, um die Geschicke der deutschen Heimat mit Anteilnahme verfolgt. Aber die Einladung zu dieser Rede gilt mir als Papst, als Bischof von Rom, der die oberste Verantwortung für die katholische Christenheit trägt. Er hat sich gewagt hinzustellen und gesagt, also ich bin hier nicht einfach nur als Staatsoberhaupt von Klein Vatikan, ich stehe hier als Papst, als Bischof von Rom, für die weltweite Christenheit, deswegen spreche ich hier. Da ist aber niemand aufgestanden und gesagt, Moment mal, das war ganz anders ausgemacht. Er hat noch immer den Anspruch, in der Politik mitzumischen. Und nicht, weil er ein kleiner Staat ist, sondern weil er der Bischof von Rom ist. Die katholische Kirche, die römische Kirche ist ganz deutlich. Die Erfüllung von 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Das heißt, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wir haben darüber gesprochen am Anfang unserer Serie, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Wir haben schon gesehen, warum das so ist, denn wenn jemand das Gesetz Gottes ändert, dann tut er genau diese Eigenschaften sich selbst anmaßen, die eigentlich Gott hat, nämlich Gott zu sein. Naja, heute sieht das manchmal etwas anders aus, nicht wahr? Aber hinter dem Chamäleon versteckt sich die Schlange. Schon beim Konzil von Konstanz hieß es, wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten. Jetzt werden Sie sagen, das ist 600 Jahre zurück. Aber die Kirche ändert sich nicht. Und wenn sie nicht der katholischen Lehre mit der übereinstimmt, mit der römischen Lehre, dann sind sie per Definition ein Ketzer. Und wenn man ihnen heute sagt, du hast alle Freiheiten, du darfst natürlich deines Glaubens bleiben und du darfst und so blablabla, dann ist in der römischen Kirche niemand daran gebunden, an dieses Versprechen, weil sie ein Ketzer sind. Das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip. Das Problem ist nur, wir kennen die Geschichte nicht mehr und wir kennen die Bibel nicht mehr und deswegen glauben wir einfach das, was uns gesagt wird und nehmen es für bare Münze. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Menschen wieder erfahren, was sagt die Bibel prophetisch und was sagt die Geschichte, denn dann würden uns die Knie schlottern bei dem Aufmarsch der römischen Kirche in den letzten Jahrzehnten. Uns würden die Knie schlottern. Rom ist noch immer Rom. Es ist wahr, die Kirchen sind viel näher aneinander gekommen als jemals zuvor. Aber Rom hat sich nicht einen Zentimeter bewegt. Der Grund, warum die Kirchen heute viel näher aneinander sind als früher, ist, dass sich die Lutheraner so weit wegbewegt haben von ihrer Sola Scriptura-Position und die Protestanten im Allgemeinen. Manche Leute sagen, naja, aber wie kann das Papsttum heute noch an Macht gewinnen? Damals waren die Leute so leicht zu verführen, die haben jeden Quatsch geglaubt, die haben diese konstantinische Schenkung geglaubt, denen hat man irgendwelche Wundermärchen erzählt, dass irgendwo, nicht wahr, was passiert ist und dann irgendwelche Absurditäten, das haben die Leute geglaubt. Deswegen war das Papst in der Lage, Macht auszuüben.
Heute leben wir doch in einer Zeit, wo das Licht von Technik und das Licht von Wissenschaft und Kultur auf uns scheint, von Philosophie. Wir sind doch heute viel aufgeklärter. Keiner wird doch heute noch ernsthaft irgendwie diesem Aberglauben Glauben schenken wollen. Nun, es ist wahr, es gibt viel mehr Licht in der heutigen Zeit als im Mittelalter. Das liegt an diesem Buch. Wann immer die Bibel der Menschheit zur Verfügung stand, umso mehr Licht gab es. Die Aufklärung war, der Humanismus, die Aufklärung, all diese Dinge Anfang des 16. Jahrhunderts, Ende des 15. hatten damit zu tun, dass die Bibel wiederentdeckt worden ist. Dass wir im 19. Jahrhundert so einen gewaltigen zivilisatorischen Fortschritt gemacht haben in der ganzen Welt, hing zusammen mit der Verbreitung der Bibel in einer Masse, wie es vorher noch nie möglich gewesen war. Das stimmt. Aber es scheint mir so zu sein, dass das Wissen um die Bibel wieder etwas rapide abnimmt. Ich glaube, wenn heute Protestanten der verschiedensten Denominationen und Kirchen mit ihrer Bibel in der Hand und mit auf den Knien im Gebet die Prophetie studieren würden, sie würden die Zeichen der Zeit erkennen. Sie würden ganz schnell erkennen, was sich wirklich abspielt. Wir haben es ja zum Teil auch schon studiert. Aber man erkennt es nicht. Das Papsttum geht immer weiter voran. Im Mittelalter war die Bibel verboten. Heute braucht man die Bibel gar nicht mehr verbieten. Keiner liest sie. Ist als überholt angesehen und als nicht mehr up to date. Früher haben die Menschen Legenden geglaubt. Ich weiß, man hat ihnen irgendwelche Wundergeschichten erzählt. Braucht man heute nicht mehr. Heute schaut man sich Wundergeschichten im Fernsehen an. Erfundene Geschichten. Legenden. Leute beschäftigen sich mit denselben Sachen wie im Mittelalter. Damals wurde die Wissenschaft unterdrückt, nicht wahr? Als Galileo Galilei seine Entdeckung gemacht hat, da hat man gedacht, darfst du nicht. Heute gibt es keine Unterdrückung. Wenn Sie heute irgendwas sagen, was der sogenannten Wissenschaft, zum Beispiel der Evolutionstheorie, widerspricht, werden Sie genauso unterdrückt. Ich möchte Ihnen etwas sagen, ob Sie es glauben oder nicht. Unsere Gesellschaft ist prinzipiell, nicht vom Wissensstand, aber prinzipiell vom Mittelalter gar nicht weit entfernt. Und das, was im finsteren Mittelalter dem Papsttum geholfen hat, wird auch in der modernen Zeit am Ende dem Papsttum helfen. Und wenn dann in Amerika, einem der größten Bollwerke des Protestantismus, Kirche und Staat zusammengehen werden, dann wird es düster aussehen. Wir werden sagen, das ist unmöglich, denn es steht ja in der Verfassung drin, im ersten Zusatzartikel. Haben wir ja doch alles studiert. Wie soll das jemals passieren? Achtung, folgendermaßen. Pat Robertson, einer der einflussreichsten Politiker der religiösen Rechten, sagt, es gibt keine Trennung von Staat und Kirche in der Verfassung. Das ist eine Lüge der Linken, die wir nicht mehr hinnehmen werden. Es gibt eine gewaltige Lobby in Amerika, die sagt, diese Trennung gibt es nicht. Und wir werden sie aufheben. Und dann Prost Mahlzeit. Amerika und der Vatikan gehen immer mehr zusammen, aber nicht nur in Amerika, auch in Europa nimmt die Sonntagsbewegung eine enorme Form an. Aber vielleicht sagen Sie, aber wie soll das dann am Ende wirklich funktionieren? Wie sollen diese Sonntagsgesetze, von denen wir letzte Woche schon gesprochen haben, wie sollen die dann wirklich praktisch umgesetzt werden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass irgendwann hier in Deutschland oder in den USA oder in Frankreich Gesetze erlassen werden, die tatsächlich mir gebieten, am Sonntag in die Kirche zu gehen und am Samstag das nicht mehr zu tun. Wie soll das möglich sein? Das ist doch unfassbar. Wir haben gelernt, dass das, was einmal war, wieder sein wird, nicht wahr? Und dass unter der Sonne sich nichts Neues ereignet. Fragen wir also, wie ist es damals zu diesen Sonntagsgesetzen gekommen? Und dann werden wir was lernen über die Zeit von heute. Wir wissen schon, und das haben wir schon studiert, dass das mit Konstantin zusammenhing. Weiß jemand noch, in welchem Jahr dieses erste Sonntagsgesetz von Konstantin erlassen worden war? Es war am 7. März 321. Was war passiert? Er hatte einen wichtigen Sieg errungen, hat behauptet, er hat das Kreuz gesehen, und es schien ihm politisch sinnvoll, die Christen auf seine Seite zu bekommen. Denn wenn es viele Christen gibt, die politischen Einfluss haben, dann will man sie auf seiner Seite haben. Und wenn es heute in Amerika viele politisch interessierte Christen gibt, wird man die immer mehr auf der Seite haben wollen. Naja, hat das gemacht, hat dieses Sonntagsgesetz erlassen, alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Das ist das, was man kennt, nicht wahr? Und dann hört es meistens auf. Das Problem war nur, dieses Gesetz hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, schon gar nicht in der Christenheit. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. So braucht es einen Kirchenvater mit Namen Eusebius.
der jetzt die theologische Zuarbeit leisten musste und das begründen müsste, dass wirklich hier irgendwie der Sonntag wichtig ist. Und Eusebius schreibt Folgendes. Er war übrigens ein Schmeichler von Konstantin, hat ihm wirklich den Honig ums Maul geschmiert. Als Konstantin Jerusalem neu hat aufbauen lassen, hat er gesagt, das ist die Erfüllung von Offenbarung 21, das ist das neue Jerusalem. Er sagt, alles, was man am Sabbat zu tun verpflichtet war, haben Christus und die Apostel. Wir auf den Tag des Herrn übertragen. Er legt das theologische Grundwerk und sagt, wir haben jetzt durch unsere Aktion hier das, was am Samstag galt, auf den Sonntag übertragen. Der Konstantin war nicht so theologisch weit, der hat einfach gesagt, wir sollen am Tag der Sonne ruhen. Ja? Aber Eusebius legt das Fundament. Aber auch dann war noch viel Arbeit zu tun. Schauen wir uns ein paar Details an, die kaum jemand kennt. Im Jahre 325 hat Silvester, der Bischof von Rom, damals hieß er noch nicht Papst, zum ersten Mal den Tag Sonntag als Tag des Herrn bezeichnet. 364 wurde dann im Konzil von Laodicea die Sabbatheiligung verworfen, hat gesagt, das ist Judaisieren. Wir wollen mit den Juden nichts mehr zu tun haben. Wir bleiben jetzt mehr beim Sonntag und die Juden sollen den Samstag halten. Es war dann im Jahr 372 immer noch, dass Samstag und Sonntag eigentlich gleichwertig nebeneinander standen. Also Gregorius, Bischof von Nyssa, hat gesagt, die sind wie Schwestern. Man war schon am halben Weg im Abfall. Man hat den Samstag aber noch gehalten. So Samstag und Sonntag. Das ist ein guter Kompromiss, oder? Dann 469 hat Kaiser Leo das Sonntagsgesetz verschärft. Konstantin hatte noch gesagt, man darf Feldarbeit machen. Leo sagt, keine Feldarbeit mehr. 507 kommt das Konzil von Orléans und da sagt man, die Bischöfe, die müssen jetzt aber wirklich schon am Sonntag in die Kirche gehen. Offensichtlich waren bis 500 selbst die Bischöfe nicht wirklich bereit, immer am Sonntag in die Kirche zu gehen. Das musste man ihnen erst befehlen. Dann 518, Konzil von Aragon, keine zivilen Urteile am Sonntag, keine Gerichtsverhandlungen mehr am Sonntag. Dann 538, das ist ein enormes Datum hier, da wurde Feldarbeit jetzt endgültig verboten, auch kirchlich. Und man hat erstmalig durch die Kirche Strafen angedroht. Vorher war nur, geh zum Gottesdienst. Tu das nicht. Jetzt ist, wenn du es nicht tust, dann folgt eine Konsequenz. Es gibt eine Entwicklung. Den Punkt, den ich heute machen möchte, es gab nicht einfach ein Sonntagsgesetz, es gab eine Entwicklung, die schleichend war, aber zu enormen Dingen Anlass gab. Hier zum Beispiel 588. Da wurde auf die Synode von Mâcon in Frankreich, in Burgund, die Einhaltung des Sonntags gefordert. Schöner Ort übrigens, hat mir meine Frau erzählt, die war diese Woche da. 589, Synode von Narbonne, Geldstrafe für Adlige und Schläge für Knechte. Ja, da hat man jetzt gesagt, okay, wenn ein Adliger den Sonntag entweiht, dann muss er Geld bezahlen. Und später hat man gesagt, dann muss er vielleicht die Hälfte oder ein Drittel seines Besitzes abgeben. Knechte sollten geschlagen werden. 590, immer noch gab es zu viele Leute, die am Samstag festgehalten haben. Also musste man jetzt Wundergeschichten erfinden. Gregor von Tours hat sich Aufgabe gemacht, Geschichten zu erfinden, dass zum Beispiel jemand am Sonntag im Feld gearbeitet hat und dann ist so ein Stück Eisen in seiner Hand stecken geblieben. Und er konnte es aus seiner Hand nicht mehr rausziehen und 2 Jahre lang ist er mit diesem Eisen in der Hand gelaufen. Oh, wir müssen den Sonntag heiligen. Was würde passieren, wenn Hollywood auch ein paar Wundergeschichten erzählt? Die Millionen von Menschen solche Prinzipien in den Kopf bringen. Wir brauchen gar nicht so sehr über das Mittelalter zu lachen. 654, Provinzsynode von Calons bestätigt frühere Beschlüsse und verschärft die Strafen. Es gibt Strafen, die werden jetzt noch schärfer. Die Daumenschraube wird angesetzt. 681, Synode von Toledo. Juden müssen am Sonntag ruhen und die Sabbatfeier wird ihnen verboten. Also nicht nur die in unserer Kirche, sondern die auch in anderen Kirchen. Schritt für Schritt. Sehen wir das? Das war nicht alles auf einmal, das war Schritt für Schritt. 692, die Konstitution des Königs der Westsachsen. Sonntagsarbeit wird bestraft. Die immer mehr Könige und Kaiser haben das jetzt übernommen und gesagt, ja, wir müssen das auch von der weltlichen Seite aus bestrafen. Konzil von Konstantinopel sagt, Fernbleiben von der Messe wird bestraft. Vorher war Arbeiten am Sonntag bestraft. Jetzt wird man dafür bestraft, wenn man nicht zum Gottesdienst geht. Ein Schritt nach dem anderen. Dann 747, immer noch muss man die Sonntagsheiligung anmahnen. Da gibt es immer welche, die es noch nicht machen. In der Synode von Canterbury oder hier in Dingo Solinum, das war in Bayern, da dürfen Sonntagsbrecher jetzt sogar versklavt werden, dürfen verkauft werden auf Galeeren. 784, der Erzbischof von York in England verbietet Hochzeiten am Sonntag. Und dann in Frankfurt, 794, wird jetzt definiert, was ist eigentlich Sonntag? Von Samstagabend bis Sonntagabend. Interessant, nicht wahr? Fast wie in der Bibel. 826, Synode von Rom.
Das 9. Jahrhundert schon, vor der Zeit des Sonntags, dann musste in Rom, da gab es in Rom Leute, die am Samstag festgehalten haben. Da musste man zusammenkommen und dagegen vorgehen. Und dann hat man 3 Jahre später das ultimative Argument gefunden, das für den Rest des Mittelalters reichte. Gott bestraft Sonntagsbrecher durch Blitzeinschläge. Es war nämlich vorgekommen, dass hier und dort Leute auf dem Feld gestorben waren durch Blitzeinschlag. Und raten Sie mal, welchem Tag am Sonntag. Das war jetzt ein göttlicher Beweis, den konnte keiner widerlegen. Deswegen war Gott selbst dafür verantwortlich, dass wir den Sonntag halten. 853 hat dann Papst Leo die praktische Sonntagshaltung durchgesetzt und erst ab diesem Zeitpunkt, sagen Historiker, war der Sonntag generell in der Christenheit weitflächig akzeptiert. Erst ab dann waren wirklich nur noch ganz kleine Minderheiten irgendwo, die den Samstag gehalten haben. 895, Synode von Freiburg, Gott wird zornig, wenn am Sonntag nicht gebetet wird. Hui. Aber es gab immer noch welche, nicht wahr? Vor allem in England. Der König musste die Sonntagsheiligung von Samstag auf 15 Uhr festlegen. Das Problem war, es gab zu viele, die den Samstag immer noch heilig gehalten haben. Hat man gesagt, okay, ihr kriegt einen Teil vom Samstag, dass ihr ihn auch halten könnt. An anderen Gebieten in Irland hat man gesagt, okay, von 12 Uhr. Ihr dürft den ganzen Samstagnachmittag heilig halten, aber den Sonntag auch. Und dann, dieser Sonntag soll der ganze Messe gewidmet sein in 1050. Und dann ein ganz tolles Argument. 1056, Petrus Damiani behauptet, jeden Sonntag seien Seelen im Fegefeuer von Qualen befreit. Also immer wenn der Sonntag kommt, dann kriegen die Seelen so Flügel und können über der Lava, über dem Feuer schweben. Und dann kommt Montag und dann ist das Vorrecht vorbei. Dann, und noch, jetzt wird es noch besser, Papst Gregor VII., das ist der mit Canossa, nicht wahr? Er verbietet Fleischessen am Samstag. Jetzt, ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, Fleisch ist ungesund. Ich bin Vegetarier. Das kann man ja gerne sagen. Aber damals haben die Leute Fleisch geliebt. Und wenn man einem Menschen verbietet, Fleisch zu essen an diesem Tag, und man Fleisch gerne mag, wie wird man wohl diesen Tag empfinden? Man wird ihn hassen, man wird hoffen, dass bald Sonntag ist, nicht wahr? Damit man endlich wieder Fleisch essen kann. Und mit solchen Mitteln hat man den Samstag immer mehr klein gemacht. Und jetzt wird's wirklich kurios. Man hat gesagt, okay, ihr wollt am Samstag wirklich was anbeten? Dann müsst ihr am Samstag zu Maria beten. Man hat dann im Hochmittelalter den Samstag zum besonderen Anbetungstag für Maria gemacht. Das ist wirklich krass, oder? Synode von Clermont, Maria soll angebetet werden. So nach dem Motto, okay, wenn ihr gar nicht aufhören wollt mit irgendwelchen religiösen Übungen, Maria. Aber es gab immer noch welche. In England, ein Priester aus der Normandie kommt nach England und predigt gegen die Sonntagsentweihung, weil es gibt immer noch Leute, die am Sonntag da Markt machen und verkaufen. Und es gibt Leute, die ihn wieder zurückschicken und sagen, Moment mal, warum sollten wir am Sonntag ruhen? Kannst du uns im Bibelvers zeigen, wo das steht? Es gibt keinen. Und so muss er wieder fliehen. Dieser Priester geht zurück nach Frankreich und kommt ein Jahr später zurück. Und jetzt hat er großen Erfolg. Warum? Er hat ein Dokument in seiner Hand. Und dieses Dokument ist angeblich in Jerusalem vom Himmel gefallen. Und in diesem Dokument, das Gott persönlich geschrieben hat und das dort 3 Tage auf einem Altar in einer Kirche in Jerusalem lag, steht drinne, ich, der Herr, habe befohlen, den Sonntag zu halten und außerdem wird kein Punkt am Gesetz geändert. Steht übrigens auch drinne, kein I-Pünktchen wird am Gesetz geändert und ich habe am Berg Sinai all die Gebote gegeben und deswegen müsst ihr den Sonntag halten. Und als es dann auch noch da so schriftlich schwarz auf weiß da stand, haben die Leute gesagt, okay, jetzt können wir nichts mehr sagen, jetzt müssen wir den Sonntag halten. Das Problem war natürlich, das hat nie in Jerusalem gelegen, das war wahrscheinlich irgendwo in Rom geschrieben worden. Es gab immer noch einige, die den Samstag gehalten haben. Waldenser. Und viele von ihnen sind dann umgekommen. Das war dann das letzte mit Scheiterhaufen. Das war das Endziel. Das kam nicht sofort. Das war nicht in 321. Es war ein schleichender Prozess. Die Geschichte ist auch interessant. Das ist die äthiopische Kirche. Und im Frühmittelalter hat man irgendwann vergessen, dass es Afrika gibt. Das Mittelalter war so, die Leute haben gar nicht mehr richtig die Welt gesehen, wie sie war. Man hat Afrika aus den Augen verloren und vor ungefähr 1000 Jahren haben die afrikanischen Christen in Äthiopien einfach so gefeiert, wie man so um 500 den Ruhetag gefeiert hat. Das heißt Samstag und Sonntag, aber den Samstag immer noch heilig gehalten. Als dann gegen Ende des Mittelalters römische Missionare entdeckt haben, da gibt es ja eine Kirche in Afrika, sind sie dahin und haben sich dort beim Kaiser Gehör verschafft und haben dann römische Prinzipien umgesetzt, wurden aber nach kurzer Zeit wieder aus dem Land geschmissen. So ist es bis, glaube ich, 17. oder 18. Jahrhundert, dass in Äthiopien der Samstag neben dem Sonntag geheiligt worden ist. Interessantes Zeugnis dafür. Und hier ist das Prinzip. Was einmal war, wird wieder sein. Ja, es stimmt, es wird nicht über Nacht plötzlich religiöse Verfolgung ausbrechen.
Das ist auch im Frühmittelalter nicht passiert. Es war Schritt für Schritt. Vielleicht wird es nicht so lange dauern wie damals. Zeiten sind schneller heute. Es wird eine Entwicklung sein, die Schritt für Schritt geht. Wir haben über Offenbarung 13 gesprochen. Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Weiß jemand noch, was Erde bedeutet? Keine Länder, nicht wahr? Also keine Völker, keine Nation. Ein relativ unbewohntes Land. Und dieses Tier redete wie ein Drache. Welche Nation verbarg sich nochmal hier hinter? Amerika haben wir darüber gesprochen, nicht wahr? Und es redet wie ein Drache. Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, des Vatikans. Vor dessen Augen bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen. Was haben die Menschen damals überzeugt? Das waren Zeichen und Wunder, nicht wahr? Wundergeschichten, Zeichengeschichten. Sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die von dem Tier zu ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet werden. Es wird zum selben Prozess kommen. Wir haben gesehen, das Bild des Tieres ist, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn der Protestantismus sich so sehr an Rom orientiert, dass man auch Kirche und Staat verschmelzen lässt, um bestimmte religiöse Forderungen wie den Sonntag durchzudrücken. Das heißt, es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, das hat im Mittelalter auch keinen Unterschied gemacht, ob man Sklave war oder adlig, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird. Wir haben gesehen, das Mahlzeichen ist das Gegenteil vom Siegel. Das Siegel Gottes ist der Samstag, der Sabbat, der Ruhetag. Das Mahlzeichen ist die Gesetzgebung, die sagt, du musst unseren Sabbat halten. Unseren gemachten Sabbat, unseren Sonntag. Wir haben gesehen, Amerika wird diese Rolle spielen. Wir haben gesehen, Amerika und der Vatikan werden gemeinsam wirken. Das hat damit zu tun, dass die tödliche Wunde heil wurde, sagt die Bibel. Weiß jemand noch, wann die tödliche Wunde geschlagen worden ist für den Vatikan? 1798. Und weiß jemand noch, wer der General hieß? General Berthier, weißt du noch, an welchem Tag er den Befehl bekam? Am 1.1., ganz genau. Und hat am 15. Februar Papst Pius VI. Gefangen genommen. Wir haben die Geschichte erzählt. Und wir haben erzählt, dass er gestorben ist. Was wir nicht erzählt haben vielleicht ist, dass die Bibel zwar sagt, dass dieser Abfall kommen muss im Mittelalter. Und dass sich der Papst über alles widersetzt und so weiter. Übrigens hat der Paulus darüber gepredigt. Manche sagen, warum predigst du über den Papst? Warum predigst du über diese negativen Dinge? Predige über Jesus! Paulus sagt, erinnert euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Als Paulus im 1. Jahrhundert in Thessalonich eine Vortragsreihe mit dem Titel Magna Conflictio hielt, hat er auch über den Papst gesprochen. Deswegen tun wir das auch. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, schon zur Zeit von Paulus war es aktiv, aber dann heißt es hier, und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung. Wann? Wenn er kommt. Wann wird also das Papsttum endgültig vernichtet werden? Durch die tödliche Wunde? Bei der Wiederkunft. Die Bibel sagt ganz deutlich, dieses Geheimnis der Bosheit wird bis zur Wiederkunft aktiv sein. Die Wunde wird heil. Schauen wir uns das ein bisschen an, wie das geschichtlich passiert ist. 1798 wurde Papst Pius gefangen genommen, Papsttum wurde aufgelöst. Das französische Direktorium der Revolutionsregierung hatte gesagt, es soll nie wieder einen Papst geben. Naja, Paulus hatte gesagt, es wird einen geben. Da konnten die Franzosen machen, was sie wollten. Die Bibel hat es vorher gesagt, dass wieder jemand gewählt wird. Und zwar ist 1800 unter dem Schutz der Österreicher damals Papst Pius VII. Gewählt worden. Und 1815 im Zuge der Neuordnung Europas, nachdem die napoleonischen Kriege vorbei waren, hat dann der Kirchenstaat wieder seine Eigenstaatlichkeit bekommen. 1854 und 1870 wurden dann zwei entscheidende Dogmen verkündigt. Das erste ist das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, was nicht bedeutet, dass Maria Jungfrau war, als sie Jesus bekommen hat, sondern was bedeutet, dass Maria selbst sündlos war. Jetzt, wenn Maria selbst sündlos war, dann war Jesus sündlos, logisch. Aber wo ist das eigentlich das größte Wunder dann? Bei Maria oder bei Jesus? Bei Maria, nicht wahr? Und 1870, deine Unfehlbarkeit haben wir schon angeschaut. 1871 wurde der Kirchenstaat nochmal aufgelöst. Die Wunde ist nicht stetig geheilt. Das war so ein bisschen so, nicht wahr? Ein kleiner Rückschlag. Und 1891 hat sich das Papsttum dann besonders sozialen Fragen zugewandt. Rerum novarum. Man hat jetzt
gesehen, man muss mehr auf der sozialen Schiene arbeiten. Und heute gilt die Kirche als ein besonderer Machtfaktor im Bereich des Sozialen, nicht wahr? Der Friede und die sozialen Fragen müssen geklärt werden. 1829 die Lateranverträge und dann wurde endgültig der Vatikan wiederhergestellt mit Eigenstaatlichkeit und seitdem besteht diese Macht wieder. Dann 1962 bis 65 das Zweite Vatikanische Konzil, eine Weichenstellung sondergleichen. Die Kirche öffnet sich, die Kirche wird anders. Die Kirche ist plötzlich freundlich, die Kirche sagt, ihr müsst nicht alle zu uns kommen, wir wollen mit euch was zu tun haben. Die Kirche sagt, lasst uns doch ein bisschen Ökumene feiern. Und Ökumene heißt Römisches Reich. Die Kirche sagt, wir müssen feiern, wir müssen charismatische Gottesdienste haben und so weiter. All das hier beschlossen, umgesetzt und hat die protestantischen Kirchen ruiniert wie nichts anderes. Und dann Johannes Paul II. Hat es geschafft, als Reisepapst die Kirche wieder in der gesamten Welt populär zu machen. Er war vielleicht der populärste Papst aller Zeiten. Und die beiden nächsten Päpste, der erste war der Leiter der Inquisition, heißt heute Glaubenskongregation, aber ist die Inquisition. Und der zweite ist Jesuit. Und wenn Sie in den ersten beiden Wochen da waren und aufgepasst haben und die Worte Inquisition und Jesuit hören, dann müssten bei Ihnen irgendwie die Alarmglocken gehen. Danke. Das Problem ist nur, wir sehen und freuen uns, wir sind Papst, oder nicht, wie hieß das? Wir sind Papst, und ein Papst der Armen und wunderbar und schön, wir sind begeistert und sehen nicht, weil wir die Bibel nicht mehr kennen und weil wir die Geschichte nicht mehr kennen, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Das heißt, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Es gab aber schon in Mitte des 19. Jahrhunderts Leute, die das vorher gesagt haben. Zu einem Zeitpunkt, als das Papsttum da unten war, kaum man es beachtet hat. Zu einem Zeitpunkt, als die meisten protestantischen Kirchen aufgehört haben, das Papsttum als Antichristen zu bezeichnen, weil es so schwach geworden war. Ungefähr im 19. Jahrhundert war es, als Protestanten angefangen haben zu sagen, ja, vielleicht ist der Papst doch nicht der Antichrist, vielleicht ist der Antichrist Nero gewesen. Oder er kommt vielleicht in der Zukunft noch, aber der Papst ist nicht der Antichrist. Ist ja nicht mehr besonders machtvoll. Weil im 19. Jahrhundert war der Papst nur noch so eine kleine Größe. Und in jener Zeit gab es Leute wie J.N. Andrews oder James White von diesen Adventgläubigen, die festgehalten haben an der Wahrheit der Reformatoren. Als alle anderen gesagt haben, nee, brauchen wir nicht mehr. Leute wie Uriah Smith, der in seinem Buch Daniel Revelation die alte protestantische Sicht akkurat und mit neuesten Erkenntnissen aus Offenbarung und Daniel beschrieben hat. 100 Jahre, 150 Jahre vor heute. Und heute sehen wir die Erfüllung davon, weil es in der Bibel steht. Andere von ihnen waren Jan Loughborough oder Stephen N. Haskell, die das alles gesagt haben, als Leute gesagt haben, was? Ich meine, das stand in dem Buch hier drin, nicht wahr? Daniel Revelation, dass eines Tages die USA und der Vatikan zusammengehen werden. Die Leute haben gesagt, du spinnst, du bist ein Fantast. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, dass in der nächsten Zeit Nordkorea und Südkorea eine Einheit bilden werden. Ja, würde man sagen, das ist so ein Blödsinn. Nicht, ja? Aber wenn die Bibel etwas vorhersagt, dann kann man es schreiben, auch wenn es völlig absurd erscheint. 100 Jahre später sehen wir plötzlich, der Mann hatte recht. Stimmt? Auch andere wie H.M.S. Richards, der erste Evangelist Amerikas, der Radio verwendet hat, oder Mark Finley. Alles Leute, die über Generationen diese Wahrheit verkündet haben, die erst jetzt in den letzten Jahren so richtig an Fahrtwind aufgenommen hat. Und wenn Sie wissen wollen, zu welcher Bewegung die gehört haben, dann kommen Sie morgen früh. Denn neben dieser Bewegung, dieser Reformationsbewegung, die an den alten Grundweiten der Reformation festhält, während alle anderen reformatorischen Kirchen davon ablassen, gibt es auch die Bewegung, die den Sonntag fördern will. Über die haben wir schon gesprochen. Wissen Sie, die Kirche in Rom ist äußerst gewandt. Die haben über 1000 Jahre Erfahrung, fast 2000 Jahre Erfahrung. Die wissen, was kommt. Die kennen die Prinzipien. Sie sehen, wie sich die Protestanten verhalten. Sie sehen, wie sich die Weltpolitiker verhalten. Sie warten ab. Sie warten auf ihre Zeit. Sie müssen keine große Agitation machen. Sie warten. Und wenn ihre Zeit kommt, dann werden sie ihre Hilfe anbieten. Die Kirche ist eine der bestorganisierten Strukturen der Welt. Sie ist
je dunkler, das sind so die Gebiete, wo es 100% Katholiken sind. Jeder sechste Mensch auf der Welt ist ungefähr ein römisch-katholischer Katholik. Und alle, weiß jemand, was das sind? Das sind Kardinäle und das sind Bischöfe. Alle von ihnen, in der ganzen Welt, sind dem Papst untertan. Das ist ein gewaltiges Informationsnetzwerk, wie es sonst nirgendwo gibt. Und wenn wir nur ein bisschen was lernen wollen, müssen wir zurück in die Geschichte schauen. Peter der Zweite von Aragon und Innozenz der Dritte. Peter der Zweite sagt, ich, Peter, König der Aragonier, bekenne und verspreche meinem Herrn Papst Innozenz, seinen katholischen Nachfolgern und der römischen Kirche stets treu und gehorsam zu sein und gewissenhaft mein Reich im Gehorsam gegen ihn zu bewahren, den köstlichen Glauben zu verteidigen und ketzerische Verderbtheit zu verfolgen. Was meinte er? Er meinte die Albigenser, die ausgerottet wurden. Rom ändert sich nicht. Und derselbe Geist von Innozenz dem Dritten und von Gregor dem Siebten, der mit dem Diktatus Pepe und mit dem Gang von Canossa, dieselben Prinzipien sind auch seine Prinzipien. Es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Seine Herrschaft basiert auf denselben Prinzipien, denselben Überzeugungen, demselben Gesetz, denselben Traditionen und denselben Lehrmeinungen. Aber die Christenheit sieht das einfach nicht. Und wenn Amerika und wenn die Trennung zwischen Kirche und Staat aufhören wird, wird Rom die Chance ergreifen. Und ich kann dir etwas sagen. Es gibt kein größeres Schauermärchen für diese Welt, als dass die militärische Supermacht Amerika, der niemand auf was erreichen kann, gemeinsame Sache macht mit dem Vatikan. Wenn der Vatikan es schafft, die USA auf seine Seite zu ziehen, dann ist aus. Als der Vatikan es geschafft hat, die europäischen Herrscher im Mittelalter auf die Seite zu ziehen, den deutschen Kaiser zum deutschen Heiligen Römischen Reich zu machen, da war es aus. Für Jahrhunderte. Es wird nicht Jahrhunderte gehen diesmal, aber es wird dramatisch werden. Letzten Minuten wollen wir uns Gedanken machen über die letzte Auseinandersetzung. Denn unser Vortrag heißt ja, die ganze Vortragsreihe heißt Magna Conflictio, die letzte Auseinandersetzung. Der Satan hat schon im Himmel gegen Gottes Gesetz gekämpft. Darum geht es in der gesamten Auseinandersetzung. Und damit wird es auch am Ende weitergehen. Deswegen ist er aus dem Himmel geschmissen worden. Deswegen hat er all das aufgegeben, weil er Gottes Gesetz ändern will. Für den Satan spielt es keine Rolle, ob man Gottes Gesetz ganz abschafft oder ob man es an einer Stelle ändert. Denn er weiß, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Wenn er es also schafft, ein Gesetz zu ändern und das weltweit durchzudrücken, dann hat er es geschafft, das Gesetz für alle Menschen zu ändern. Das ist seine Logik. Und es gibt dieses eine Gebot, das im Fokus steht. Seit einiger Zeit. Und darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Heute ist die Bibel verfügbar für jeden Menschen. Wir können sie auf dem iPhone lesen, wir können sie auf dem iPad lesen, wir können sie im Internet uns anschauen, wir können sie sehen, wir können sie hören. Nirgendwo in der Welt oder niemals in der Welt gab es so viel Möglichkeit, die Bibel zu kennen wie heute. Aber wissen Sie, was erstaunlich ist? Dass in unserem Land der Reformation unsere reformatorischen Kirchen in einem Zeitalter, wo die Bibel so verfügbar war wie nie zuvor, so wenig mehr an der Reformation festhalten. Wissen Sie, was die protestantischen Kirchen über die Schöpfung lernen? Wissen Sie, was die lutherische Kirche über die Schöpfung lehrt? Dem Kreationismus argumentativ begegnen. Heißt, Kreationismus heißt wörtlich Schöpfungslehre. Begegnen heißt, ich bin dagegen. Mit Argumenten. Luthers Nachfolger, Luthers Urenkel sagen, also 1. Mose 1 und 2 können wir nicht glauben, wir brauchen Argumente dagegen. Als Luther lebte, gab es einige wenige Manuskripte. Leute haben sich zusammengetan, um Geld zu kaufen, um die Bibel zu lesen. Heute haben wir die Bibel und sagen, wir glauben sie nicht mehr. Luther würde sich im Grab umdrehen, wenn der Zustand der Toten anders wäre, als die Bibel es sagt. Gottes Gesetz wird mit Füßen getreten. Und wenn man Gottes Gesetz mit Füßen tritt, dann tritt man eigentlich den mit Füßen, der Gottes Gesetz gegeben hat. Nämlich, wer ist das? Gott. Wenn man wissentlich, wenn einem gesagt bekommen wird, was der wahre Ruhetag ist und man lehnt es ab, dann kämpft man gegen Gott. Naja, anstelle dessen muss man sich mit anderen Themen beschäftigen.
Klimawandel, sozialen Fragen, Hartz IV, das und jenes. Gehen Sie mal heute in eine protestantische Kirche, egal welcher Denomination. Hören Sie sich mal die Predigten an. Wie oft wird da über Daniel Offenbarung gepredigt und wie oft über Hartz IV und Harry Potter? Das ist Reformation. Der Zustand der Reformation heute. 2013. Wir machen uns Gedanken über die Schöpfung, aber nicht mehr über den Schöpfer. Und ich möchte Ihnen was sagen, das wird Sie schocken. Aber der Gott der heutigen Universitäten, der Gott der heutigen theologischen Seminare, ist nur so wenig besser als Baal, der Sonnengott der Phönizier. Es ist Götzendienst. Wir beten unsere eigenen Ideen an, unsere Theorien, unsere Philosophien. Wir betreten Gottes Gesetze. Was würden Sie von einem Prediger halten, der in einer Vortragsreihe Folgendes sagt? Liebe Zuhörer, es gibt zwar das Grundgesetz oder die italienische Verfassung, aber wir sind ja alles ehrenwerte Bürger, keine Verbrecher hier. Und wir haben noch nie was Böses getan, Sie bestimmt auch nicht. Und deswegen sage ich Ihnen, eigentlich müssen Sie sich ans Grundgesetz nicht halten. Ist unwichtig. Das ist nur Formalität, das sind halt die Deutschen mit ihrem Bürokratismus. Brauchen Sie nicht. Wir sind frei. Leben Sie Ihre Freiheit. Vergessen Sie das Grundgesetz. Wie lange dürfte ich hier predigen? Ich glaube, nächsten Morgen Abend wäre der Verfassungsschutz hier. Ich würde sagen, Moment mal. Sie sind ein Hassprediger. Oder was auch immer. Habe ich auch gar nicht vor, gegen das Grundgesetz zu predigen. Weil wir würden so einen Prediger keine 24 Stunden in irgendeiner Kirche erdulden. Aber die Christenheit duldet Prediger und Pastoren und Sprecher und wen auch immer Priester, die Verfassung des Himmels für abgesetzt erklären. Und ich will es nur noch mal kurz ansprechen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn eine ganze Nation das tut. Ich zeige es Ihnen noch einmal, falls Sie nicht da gewesen sind. Die Französische Revolution ist das Musterbeispiel, was passiert, wenn eine Nation gegen Gottes Gesetze erlässt. Es endet damit. Und dasselbe wird passieren. Denn die Bibel sagt, dass die Nationen Gesetze erlassen werden gegen Gottes Gesetz. Und ich, wissen Sie, wenn eine Nation, christliche Nation wie Amerika, ein Gesetz erlassen werden, das gegen Gottes Gesetz ist, wird es ein Gebot sein gegen das 6. Gebot, gegen das 5. Gebot, gegen das 1. Gebot? Es wird gegen das Gebot sein, was sowieso nicht gehalten wird. Das 4. Gebot. Und damit wird es enden. Der Satan hat das alles von langer Hand geplant. Schon heute merken wir, was passiert, wenn Gottes Gebote immer mehr in den Hintergrund gedrückt werden. Vielleicht erinnern Sie sich über das Zitat, als wir über Amerika gesprochen haben in dem Vortrag Zwei Republiken, dass in den amerikanischen Dörfern zur Zeit der Besiedlung, als dort wirklich treue Christen in Freiheit der Bibel gefolgt sind, da hat man gesagt, dass man über Jahre hinweg keinen einzigen Betrunkenen, keinen einzigen Bettler, keinen einzigen Kriminellen in irgendeiner Stadt sehen konnte. Je mehr das Gesetz Gottes abgeschafft wird oder für ungültig erklärt wird, desto mehr Mord und Totschlag. Und wir geben viel Geld, um das zu untersuchen, woran das liegt, und Psychologen und so weiter. Aber die Bibel macht ganz deutlich, so wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück, denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Früher war die Bibel verboten und das finstere Mittelalter folgte. Heute ist die Bibel überall zur Verfügung. Aber keiner glaubt mehr dran. Ich meine, das muss uns doch wundern, dass protestantische Theologen nicht mal an die Bibel glauben. Jetzt werden Sie sagen, wie kann er das sagen? Ich sage Ihnen, das ist die Wahrheit. Ich fordere Sie heraus. Gehen Sie an eine protestantische Universität und finden Sie mir einen Theologen, der die Bibel so auslegt wie Martin Luther. Bibelstelle mit Bibelstelle. Finden Sie einen. Suchen Sie mal. Nur einen einzigen, der noch daran glaubt, dass die Bibel sich selbst auslegt. Heute glauben wir nicht, dass die Bibel sich selbst auslegt. Heute glauben wir, dass man die Bibel historisch kritisch auslegen muss. Das heißt, Daniel hat es nie gegeben. Es gab irgendjemand anders, der hat später behauptet, dass er Daniel ist, weil es gibt ja keine Offenbarung und keine Prophezeiung. Der hat alles schon gesehen und hat dann so getan, als wäre es eine Prophezeiung. Und Matthäus hat es auch nicht wirklich gegeben. Der hat irgendwie nur was zusammengeschrieben, hat sich mal den Namen Matthäus gegeben. Und von wegen Mose, so ein Unfug. Da gab es einen Jahwisten und einen Elohisten und eine Priesterschrift und das ist alles ein Flickenteppich und jeder Theologe hat seine eigene Theorie. Interessanterweise stimmen sie alle nicht überein. Ja. Nur eins wissen wir, Mose hat sich gegeben. Das ist das Einzige, was sie wissen. Oder vielleicht brauchen wir eine kontextuelle Exegese.
Wir sind homosexuell und weil wir homosexuell sind, müssen wir die Homosexualität in der Bibel finden. David liebte Jonathan. Schon gelesen? Ist kein Scherz. Oder wir haben eine feministische Exegese. Weil wir die Frauenrechte stärken wollen, müssen wir darauf hinweisen, dass in der Bibel ja alles von Männern geschrieben ist und sowieso. Und deswegen müssen wir das alles umdeuten. Man kann es ja nicht so stehen lassen, wie es da steht. Umdeuten. Oder befreiungstheologische Exegese. Man muss das Ganze im Kontext der sozialen Bedingungen sehen und man muss die Bibel so uminterpretieren, dass es passt, dass man jetzt den Leuten erklären kann, ihr dürft gegen eure bösen Tyrannen rebellieren, ihr dürft die Häuser zerstören und so weiter und so fort. Oder tiefenpsychologische Exegese, wo man die ganze Tiefenpsychologie hineinnimmt und hineinpresst in die Bibel. Oder die kulturanthropologische Exegese, man könnte die Liste fortführen und fortführen und fortführen. Und wenn jemand sagt, Moment mal, vielleicht nehme ich einfach Offenbarung, um Daniel zu verstehen und Matthäus und Lukas, dann sagt man, ja, bist du denn Depp? Also sowas Absurdes, sowas Einfältiges, sowas Unwissenschaftliches. Versuchen Sie heute mal ein Akademiker zu werden, der einfach die Bibel liest. Das ist unmöglich. Und diese Leute bilden die Pastoren aus in all den Kirchen. Und dann wundern wir uns, dass niemand mehr die Bibel predigt. Ich meine, was soll man auch predigen, wenn man die Bibel nicht glaubt? Dann hat man noch das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis wird so ausgehöhlt, dass man es gar nicht mehr erkennen kann. Man kann das Glaubensbekenntnis gar nicht ändern. Ist ja ein Credo. Das wird ausgehöhlt. Wiederkunft Jesu bedeutet, dass ich über ihn nachdenke, nicht wahr? Und Auferstehung bedeutet, dass er immer wieder aufersteht. Und alles Mögliche wird ausgehöhlt. Aber die Bibel, Sterblichkeit der Seele, hat dem Spiritismus den Weg geöffnet, haben wir gesehen. Höllentheorie hat viele Menschen kaputt gemacht. Sabbat wird übertreten. Die christlichen Kirchen heute sind ein ziemliches Chaos. Sie sind nicht vorbereitet auf den Konflikt. Eine Kirche ist vorbereitet. Die römische. Wir müssen verstehen, dass wir in diesem Konflikt es zwei Bewegungen gibt, die wissen, was passiert. Es gibt diejenigen in Rom und Anhänger, die aus der Geschichte wissen, wie das ablaufen wird. Und es gibt diejenigen, die die Bibel kennen und der Prophetie folgen und die in einer Bewegung sammeln werden, seien sie morgen früh da, die auch wissen, was passiert. Aber die große Masse dazwischen ist in diesem Konflikt und hat keine blassen Schimmer. Und glaub wirklich, bei dem Sonntag geht es nur darum, einfach vielleicht die Arbeitszeiten zu verbessern, der Familie ein bisschen mehr Freiraum zu vermitteln. Klingt doch auch gut, oder? Wir sind doch alle am Überarbeiten und Burnout und kann man da nicht einfach mal legislativ sagen, okay, dann machen wir den Sonntag jetzt mal für alle. Klingt doch so toll. Wer kann denn was dagegen sagen? Muss man jetzt wirklich an diesem einen Tag festhalten? Kann man nicht einfach zum großen Guten der Gesellschaft? Und wenn du dich dagegen stellst, bist du nicht vielleicht auch gegen die Gesellschaftsordnung? Und wenn du dich nicht integrieren willst in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur? Und was werden die spiritistischen Sitzungen ergeben? Was werden die ganzen Geister und Medien schreiben in ihren Büchern in dieser Zeit, die kommen wird? Werden sie den Sonntag fördern oder den Samstag? In dem Buch, was ich Ihnen vorhin angepriesen habe, das Sie wirklich lesen sollen. Ich schätze es mehr als Gold und Silber. Da heißt es, durch die beiden großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Sonntagsheiligung, wird Satan das Volk unter seine Täuschung bringen. Der eine Irrtum legt den Grund für den Spiritismus, während der andere ein Band der Übereinstimmung mit Rom schafft. Wenn wir die Bibel genau studieren, werden wir sehen, es gibt diese beiden großen Irrtümer. Und sie werden dazu führen, dass Rom, der abgefallene Protestantismus und die moderne spiritistische New Age-Bewegung zusammengehen werden in ein pseudo-christliches Konstrukt. Und diese Religion wird etwas für jeden haben. Wissen Sie, dass in dieser Religion man auf zweierlei Arten gerettet werden, oder zwei Prinzipien gelten. Man wird gerettet durch Werke, katholisches Denken, und man wird gerettet in den Sünden. Nicht von der Sünde, in den Sünden. Und wissen Sie was? Diese beiden Prinzipien sprechen fast die gesamte Weltbevölkerung an. Was, ich kann gerettet werden in meinen Sünden? Dem was tue, vielleicht ein Gebet spreche, vielleicht zur Beichte gehe, vielleicht eine Heilige Geistkonferenz besuche. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensfreiheit mit Füßen treten.
heute ist der Protestantismus weit und breit schon bereit, Wunder anzunehmen, vor allem in der charismatischen Bewegung. Wenn ein Wunder geschieht, wow! Übrigens, die katholische Kirche ist sowieso den Wundern sehr, sehr zugeneigt. Ja? Warum halten wir den Sonntag? Weil es ist ja was vom Himmel gefallen, nicht? Ja? Und der Spiritismus, der produziert Wunder. Je mehr man die Menschen wegbringt von der Bibel, mehr zu den eigenen Sinnen, was ich sehe, höre, wow. Ich möchte dich herausfordern, morgen früh werden wir darüber sprechen, wie man auf dem Grund der Bibel stehen kann in einer Zeit, wo man seinen eigenen Sinnen nicht mehr vertrauen kann. Wir kommen in eine Zeit, wo sie ihren Sinnen nicht mehr vertrauen können, wo Zeichen und Wunder geschehen werden, rechts und links. Der Satan bereitet das vor. Und er hat noch ein anderes Mittel, das er in dieser letzten Auseinandersetzung einsetzt. Und das sind Kriege und Zerstörung. Denn er weiß, durch Kriege kann er in schneller Zeit viele Menschen töten. Und wenn ein Mensch getötet wird, der nicht vorbereitet ist, ist das sein Untertan. Und so gibt es Kriege, die viel, viel Aufregung sorgen. Und wenn wir die Geschichte von Hiob genau anschauen, dann wissen wir, dass der Satan auch Naturkatastrophen erzeugen kann. Ein Teil der Katastrophen, der Hiobsbotschaften, hatte mit Naturkatastrophen zu tun, die nicht von Gott kamen, sondern von Satan. Ich will nicht sagen, dass alle Naturkatastrophen von Satan kommen, aber ich will sagen, der Satan kann Naturkatastrophen einsetzen. Und sollte er das in dem letzten Konflikt nicht auch tun? Könnte es sein, dass so manches von dem, was wir sehen, nicht einfach nur 2 Grad Erderwärmung sind oder irgendwas sonst, sondern auch das Wirken Satans, der in dieser letzten Auseinandersetzung alle Mittel in Bewegung setzt, um diesen Konflikt zu befördern. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Es traut und welkt das Land, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Und dann kommt der Clou. Wann immer es Naturkatastrophen gibt, wann immer es Not gibt, muss ja jemand dafür verantwortlich sein, oder? Und was ist, wenn die Geister im Spiritismus, wenn die Wunderzeichen der charismatischen Bewegung und auch die Doktoren Roms erklären, das liegt an denjenigen, die nicht mitmachen mit unserer Bewegung, diejenigen, die sich nicht einfügen wollen in unsere gemeinsame religiöse Gemeinschaft. Wir haben eine religiöse Gemeinschaft, wo alle so sein können, wie sie sind, solange sie diese Grundwerte akzeptieren. Nicht, ja? Da gibt es ein paar, die sind dagegen. Gott ist böse auf sie. Sündenböcke, die nicht mitmachen beim System. Genau so sind über Jahrhunderte Märtyrer auf den Scheiterhaufen gekommen. Warum gibt es Missernten? Warum gibt es kein Regen, warum gibt es das und jenes? Weil da gibt es diese Heretiker. Wir müssen sie ausrotten, dann wird Gott wieder uns gnädig sein. Und das wird die Auseinandersetzung sein. Es wird so aussehen, als sei die ganze Welt bekehrt. So wie es im Mittelalter aussah, als wäre die ganze Welt christlich. Es heißt doch christliches Abendland. Aber waren sie wirklich christlich? Keine Spur. Es war Heidentum getauft. Ohne dass sich das Heidentum geändert hätte. Ob Sie es mir glauben oder nicht, diese ganze Welt wird christlich werden, so christlich wie das Mittelalter war. Wir werden Rom folgen, Bibel sagt es voraus, werden Zeichen und Wundern folgen, werden Geistern folgen und werden genauso wild wahnsinnig wie im Mittelalter Leute verfolgen und hetzen, die für die Wahrheit einstehen. Das ist der letzte Konflikt. Das ist das, was kommt. Und die Frage ist, lieber Freund, liebe Freundin, auf welcher Seite willst du stehen? Es ist interessant, über die Waldenser zu sprechen vor 1000 Jahren, oder? Interessant, über Huss und über Luther und über Zwingli zu sprechen und sagen, oh, ich wäre auch so gern einer wie sie. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du zur Wahrheit stehst, kommst du in ihre Position. Du kommst in ihre Position und dann zeigt sich, ob du ein Huss bist oder ein Hieronymus oder vielleicht auch ein Erasmus, der sagt, sag nicht, dass ich mit dir geschrieben habe. Ich will keine Probleme bekommen. Schon Elia wurde gefragt, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Aber Elia hat ganz deutlich gesagt, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du, Ahab, und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt. Naja, der Satan wird zeigen, was er kann
Und Rom wird mitspielen. Damals, als Hus und andere auf den Scheiterhaufen gebracht worden sind, da hat man nicht Christus auf ihre Mütze gemalt, sondern den Teufel. Man hat ihnen gesagt, ihr seid die schlimmsten Satanisten, die schlimmsten Verbrecher, ihr seid der Abschaum der Gesellschaft. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dich so betituliert und sagt, du bist vom Satan besessen? Du bist so halsstarrig. Du kannst ja nicht mal einen Kompromiss mitmachen. Sowas wie dich können wir nicht akzeptieren. Und wir haben schon ein bisschen die Tendenz in unserer Gesellschaft, jetzt schon, dass wir diejenigen, die treu zu ihren Prinzipien stehen, auch wenn es falsche Prinzipien vielleicht sind. Ich will nicht sagen, dass alle die Leute, die momentan in der öffentlichen Diskussion als dargestellt werden, als Fanatiker, dass das alle immer die richtige Wahrheit predigen. Ich will sagen, aber sagen, wenn jemand zu seinen Prinzipien steht, wird er schief angeschaut. Wenn ein treuer Moslem zu seinen Prinzipien steht, seien sie richtig oder falsch, wird er schief angeschaut. Wenn ein treuer Christ zu seinen Prinzipien steht, wird er als Fundamentalist schief angeschaut. Schon jetzt. Und je mehr das Gesetz Gottes weggenommen wird, desto mehr wird das zunehmen. Denn ich möchte dir was sagen, wenn der Heilige Geist nicht mehr in unserem Herzen wirkt, dann kann das Herz sehr grausam werden. Sehr grausam. Man hat sie verbrannt. Und den Satan hat es gefreut. Er weiß, es ist seine letzte große Chance. Und Prediger, Pastoren, Priester, Prälaten werden predigen, dass man diese Gruppe, diese Heretiker ausrotten muss. Und am Ende wird es passieren. Kirche und Staat werden in Amerika nach der Prophezeiung völlig zusammengehen. Und mit diesem Vers wollen wir heute enden. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wissen Sie, wie viele Frauen es in der Bibel gibt? Wie viele Frauen gibt es in der Bibel? Nein, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele. Denn die Bibel sagt, es gibt die Frau Babylon, die ist die Mutter der Huren und sie hat viele Töchter. Es gibt aber zwei Arten von Frauen. Es gibt die babylonischen Frauen und es gibt die eine reine Frau. Auf wie viele Frauen ist der Satan zornig? Nur auf eine. Nur auf eine. Der Satan ist nicht auf die anderen Frauen zornig. Er liebt sie nicht, denn der Satan liebt überhaupt gar nicht. Aber sie sind seine Helfer. Aber auf eine Frau ist er zornig. Und gegen eine wird er kämpfen. Und gegen eine wird sich die letzte Auseinandersetzung zuspitzen. Und das ist welche? Die Gebote Gottes befolgt. Das Zeugnis Jesu Christi hat. Bist du bereit auf die letzte Auseinandersetzung? Wir werden morgen Abend und morgen früh sehen, wie wir uns vorbereiten können und wie das Ganze ausgehen wird. Und darüber nachdenken, was es bedeutet, in dieser Zeit, in der wir leben, auf der Seite Gottes zu stehen. Ja, es ist interessant und spannend, wenn man sehen kann, wie Huss und Luther und Zwingli gelebt haben. Aber es wird dann vielleicht ein bisschen anders zumute, wenn man das Gefühl hat, hey, ich lebe in derselben Zeit. Ich werde auch zumindest dasselbe erleben. Und dieselben Prinzipien, die wir dort studiert haben, werden auch in meinem Leben wichtig sein. Und heute ist eine ganz einfache Frage, die wir uns beantworten wollen. Jeder Einzelne für sich selbst. Möchte ich, dass der Satan zornig auf mich ist oder dass er mich als Helfer hat? Die Wahlmöglichkeiten haben wir. Entweder Helfer des Satan oder Zorn des Satan. Und ich möchte ganz ehrlich, dass der Satan zornig auf mich ist. Und ich bedauere, dass er zu oft nicht zornig auf mich sein musste. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, lieber Freund, liebe Freundin. Ist der Satan zornig auf dich oder sagt er, ne, der ist schon halb in meiner Schublade? Wenn wir wirklich in diese letzte Auseinandersetzung gehen wollen und stehen wollen und Gott ehren wollen, dann müssen wir das, was hier steht, die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu, in unserem Herzen haben. Morgen werden wir die Frage beantworten, ja, wo soll ich dann hin? Gibt es da vielleicht noch Mitreformatoren? Gibt es vielleicht noch Melanchthon für mich an meiner Seite, dass ich nicht ganz alleine da stehe? Aber heute Abend möchte ich diese Frage stellen, wer von uns möchte in dieser letzten Auseinandersetzung auf der Seite Gottes stehen, koste es, was es wolle? Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du unsere Herzen berührt hast. Das war ein Thema,
über das vielleicht wenig gesprochen wird. Aber darüber muss gesprochen werden, denn alle Reformatoren seit den Zeiten von Paulus haben darüber gesprochen. Dass es eben nicht nur die Wahrheit gibt, sondern auch den Irrtum. Dass es nicht nur das Gute gibt, sondern auch das Böse. Und dass das Böse manchmal halb gut aussieht und deswegen so verführerisch ist. Wir möchten dich bitten, dass du in unserem Leben eine echte Erweckung Reformation schenkst. Dass wir dann auch nach außen hin liebevolle, aber standhafte Reformatoren sein können, die für die Wahrheit der Bibel einstehen, koste es, was es wolle. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bei uns bist, dass du uns nicht ohne Hilfe lässt, sondern dass du derselbe Gott bist, der Jan Hus und Martin Luther und Tyndale und all die anderen befähigt hast und ihnen Kraft gegeben hast, auch in den Schwierigkeiten. Und so wissen wir, wenn wir jetzt in diese letzte Auseinandersetzung gehen, dann könnte es gut sein, dass die allermeisten von uns, vielleicht sogar alle, noch die Wiederkunft erleben werden. Und dass diese Auseinandersetzung real sein wird in unserem Leben. Und was das bedeutet, werden wir morgen sehen. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns befähigst, jetzt, wo wir noch Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Denn manches von dem, was wir heute gesagt haben, ist noch nicht so weit. Manches ist noch nicht ganz die Realität. Wir sehen schon die Hinweise, wir sehen schon, wie es sich langsam erfüllt. Und wir sehen, es könnte sehr schnell gehen. Aber noch haben wir Zeit und diese Zeit möchten wir nutzen. Ich möchte sie nutzen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der auch diese Zeit nutzen möchte, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist, um uns vorzubereiten auf die Aufgabe, die du uns vorgesehen hast. Hab Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.